Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Als Krebs bist du heute sehr darauf konzentriert, eine bestimmte Aufgabe oder ein Ziel zu erreichen. Diese Entschlossenheit bringt es mit sich, dass du viel kommunizierst, sei es durch zahlreiche Telefonate, eine Fülle von Briefen oder sogar eine Menge Fahrten. Deine Entschlossenheit ist unerschütterlich. Und diese Entschlossenheit sichert deinen Erfolg bei diesem und möglicherweise auch bei anderen Vorhaben. Gespräche sind heute nicht nur produktiv, sondern auch inspirierend und können zur Entwicklung neuer Projekte oder Ideen führen. Angesichts deiner derzeitigen Intensität und deines Tatendrangs ist es wichtig, auf deine Gesundheit zu achten, vor allem, wenn du dich nicht so gut fühlst. Eine einfache, aber effektive Möglichkeit, deine Gesundheit zu unterstützen, ist die Erhöhung deines Wasserkonsums. Beginne deinen Tag mit ein paar Gläsern warmem Wasser vor deinem morgendlichen Kaffee oder Tee. Diese Gewohnheit kann den Wasserhaushalt und die allgemeine Gesundheit erheblich verbessern. Auch die Anschaffung eines Entsafters und die Herstellung nahrhafter Getränke aus frischem Obst und Gemüse können dein Wohlbefinden steigern, da sie deine Zellen mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Erkenne in deiner Karriere, dass du den nächsten Schritt selbst machen kannst. Anerkennung und Erfolg erfordern Anstrengung und Ausdauer, sie werden dir nicht einfach geschenkt. Du wirst ermutigt, weiterhin die notwendige Arbeit zu leisten, um deine Ziele zu erreichen, denn du bist bereits auf dem richtigen Weg. Beharrlichkeit ist in dieser Phase der Schlüssel zu deinen zukünftigen Erfolgen. Wenn du auf der Suche nach Liebe bist, musst du vielleicht mehr zuhören als reden. Konzentriere dich bei gesellschaftlichen Anlässen nicht darauf, andere mit deinen Erfolgen zu beeindrucken, sondern lass andere an ihren Geschichten teilhaben. Aufrichtiges, aufmerksames Zuhören kann Türen zu bedeutungsvollen Verbindungen öffnen, besonders in der Liebe. Diese Woche bringt die Konstellation der Sterne eine unerwartete Enthüllung in dein Leben. Diese Entdeckung, die sich leise und subtil ankündigt, verspricht, dein Verständnis für deinen persönlichen Weg zu verbessern. Es ist ein Moment der sanften, aber bedeutsamen Einsicht, der dir eine tiefere Perspektive auf Aspekte deines Lebens eröffnet. Nimm dieses neu gewonnene Wissen mit offenem Herzen und Verstand an und lass es in deine Entscheidungen und Interaktionen einfließen. Denke daran, dass das Universum seine Weisheit oft auf unaufdringliche, aber tiefgründige Weise mitteilt. Mit dem Eintritt der Sonne in den Schütze wechselst du von der introspektiven Energie des Skorpions zum abenteuerlichen Geist des Schützens. Dieser Übergang weckt den Wunsch, Risiken einzugehen und sowohl im persönlichen als auch im öffentlichen Bereich proaktiv zu sein. Du spürst den energischen Drang, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, und bist inspiriert, deinen sozialen Kreis, deine Erfahrungen und dein Wissen zu erweitern. Nutze diese Zeit des Wachstums und der Erkundung und ergreife jede Gelegenheit, um neue Horizonte zu erkunden und deine Perspektive zu erweitern. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten.
Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir 3 Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Karte der Liebenden steht für Liebe, Harmonie und Wahlmöglichkeiten in Beziehungen. Sie steht oft für eine tiefe Verbindung, nicht nur in romantischen Beziehungen, sondern auch bei persönlichen Entscheidungen und Partnerschaften. Die Liebenden deuten für heute darauf hin, dass du vor einer wichtigen Entscheidung oder einer Wahl in Bezug auf Liebe und Beziehungen stehst. Er erinnert dich daran, deine Optionen sorgfältig abzuwägen und bei deinen Entscheidungen Harmonie und emotionale Verbundenheit in den Vordergrund zu stellen. Die umgekehrte 3 der Stäbe kann auf eine Verzögerung deiner Pläne oder ein Gefühl der Stagnation in deinen Bestrebungen hinweisen. Sie kann darauf hindeuten, dass etwas, das du erwartet hast, nicht so eingetreten ist, wie du es erwartet hast, oder dass du auf deinem Weg auf Hindernisse stößt. Für den heutigen Tag rät dir diese Karte, deine Ziele und Pläne neu zu bewerten und dich mit Rückschlägen abzufinden. Die Königin der Kelche verkörpert emotionale Intuition, Einfühlungsvermögen und nährende Energie. Sie ist tief mit ihren Gefühlen verbunden und ist oft eine Quelle der Unterstützung und des Verständnisses für andere. Heute ermutigt dich die Königin der Kelche dazu, deine emotionale Intelligenz zu nutzen und in deinen Interaktionen Freundlichkeit, Mitgefühl und Empathie zu zeigen. Es ist ein Tag, an dem du deiner Intuition vertrauen und offen für die Gefühle und Bedürfnisse deiner Mitmenschen sein solltest. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag der Entscheidungen, der Gefühle und der Geduld hin. Die Liebenden betonen, wie wichtig es ist, in Beziehungen oder Partnerschaften Entscheidungen zu treffen. Die umgekehrte 3 der Stäbe deutet auf eine mögliche Verzögerung oder Neubewertung deiner Pläne hin. Die Königin der Kelche unterstreicht, wie wichtig es ist, diese Entscheidungen mit emotionaler Intelligenz und Einfühlungsvermögen anzugehen. Nimm dir heute Zeit, um über die Entscheidungen nachzudenken, die du in deinen Beziehungen oder Partnerschaften treffen musst. Sei geduldig und offen für die Möglichkeit von Verzögerungen oder Neubewertungen. Lege bei deinen Entscheidungen den Schwerpunkt auf emotionale Verbundenheit, Einfühlungsvermögen und Verständnis, sowohl in deinen persönlichen Beziehungen als auch bei der Anpassung deiner Pläne.